What's up, everybody? A very short introduction to this interview that I did with Lorenz Guardian in a long row of series of interviews, actually, that we had in the past months. I have still two very important ones, and Lorenz is coming back in January visiting us, and we will continue that row of conversation. But I didn't want to bombard you every week with one of his talks about Tempi, because that it is. In this video, we will expound and we will continue to talk about the different aspects of facts that he found in the 18th and 19th century, talking about generally metronome numbers or the Pendula-Angabe. And in this episode, he's talking about two very important things, centered about around one topic, which is the durations that composers sometimes gave, or performers gave durations of a certain piece. How long did the piece last? And some of them wrote just in minutes and seconds how long it was. Milchmeyer, 1801, is one of the most important sources for that. He wrote a pianoforte school in 1801 for students, for anfangers, or for beginners. And in that, you will find a lot of music that is, according to the durations that Milchmeyer gave, very, very fast. So he's talking about that. Keep in mind, this is beginner's music. And then secondly, he's going to Bajot, a violin teacher who wrote, who published in 1830, if I still remember well, a violin school, in which he gave also metronome numbers and time durations for some pieces. And if you look at them, they seem to actually disapprove the metrical meaning and approve the single beat meaning. But diving into this method, and this is really unique, Bajot gives his students the understanding how to read a metronome number. And for instance, and then I'll let you with the interview, but I wanted to point this out very clear, because it is important. Bajot writes in a footnote how to read, how to interpret these metronome numbers. He says, if you have quarter note 152, means that every 2/16 notes you have one tick. So that's actually the double beat theory explained in one sentence by a contemporary. Very important. So without further ado, I will let you go to Ingolstadt a few months ago for my interview with Lorenz Guardian on this topic. So in our long row of videos and little talks with Lorenz, the author of Takt und Pendelschlag, discussion about double, single beat, use of metronome and pendula angaben, so notations of the French 17th and 18th century. One of the things that is intriguing, and many people have asked me that, there are of course also not only metronome indications, so speed indications, but also measurements of time durations, of how long certain pieces really lasted in practical performances. So that's really intriguing, because if I understand well, Lorenz, those durations more point towards the literal, so single beat interpretation of those metronome numbers. We have Georg Schmart, we have others. So what's your answer, what's your take on that? I think diese Einwand gegen die metrische Theorie ist sehr ernst zu nehmen oder sehr schwierig. Dauerangaben scheinen doch völlig eindeutig. Mhm. Also wenn ich sage, das Konzert begann um 7:30 und dauerte bis 9:30, dann wird kein vernünftiger Mensch auf die Idee kommen zu sagen, ja, das könnte bedeuten, das dauerte 4 Stunden. Ja. Also 4 metrische Stunden. Ja. 2 metrische Stunden. Ja, I understand what you mean. Das ist klar. Course, ja, und dann muss man sagen, ist das nicht völlig eindeutig? Also wenn ein Komponist schreibt, dieses Stück dauert 3 Minuten, da kann doch niemand mehr kommen und sagen, ja, da könnte vielleicht doch auch. Ja. Ja. So end of game. Genau, das ist wirklich eines der stärksten Argumente gegen die metrische Theorie. Und ich habe Beispiele, bei denen ich sage, auch da gilt die Annahme der metrischen Zeit.
Yeah. Metrischen Sekunde, Minute. So that interests me to hear, because I didn't read that in your book. Ja, I did read it long time ago. Ja. Und zwar bei den Spieldauerangaben von Milchmeier, eine Pianoforte-Schule von 1801. Ja, Milchmeier, ja. Da habe ich einfach einmal diese Angaben angeschaut und sie übersetzt auf Metronomangaben. Ja. Und die Metronomangaben liegen genau in diesem metrischen Bereich. Also wenn ich metrisch deute. So you want to say that those metronome numbers really are on the same line as all the others of und that period. Oh, zum Beispiel gibt es ein Stück La Chasse, ein 6/8-Stück mit Achtelrepetitionen. Nach der Dauerangabe gibt es ein Tempo von 540 Achteln pro Minute, das heißt von 9 Achteln pro Sekunde. Repetitionen auch. Das ist saumäßig schnell. So 9 pro Sekunde ist even difficult to sing. Das ist ein Jagdstück. Also die Imitation eines Jagdhorns. Ein Menuett-Tempo, 135 Viertel pro Minute. Und wenn man die Mozartsche Variation vergleicht, also wenn das ungefähr in dem gleichen Tempo liegen soll, mit diesen Verzierungen, Doppelschlag auf die 16, 32, es wird schon sehr schnell. Also 135 perhaps Viertel. Perhaps you can show a little bit to the camera. 135 Viertel pro... We'll take it to the camera, so we can focus on it. So the upper part is the theme on which Mozart made the variations. Ja, das ist von diesem Milchmeier. Ja, genau. Okay. Ja. Der Milchmeier gibt für dieses Menuett. Das ist Mozart. Genau. Milchmeier gibt 135 Viertel pro Minute an. Das ist ungefähr. Da hast du aber eben Doppelschlag auf, und Doppelschlag auf die 16. Auf die 16. Note. Also das ist sehr schwierig. Ja, ich will nicht behaupten, dass es nicht geht. Ja. Aber es ist, ich will es einfach sagen, es liegt, das ist meine Hauptaussage, Milchmeiers Angaben liegen in den durchschnittlichen Metronomangaben. Ja, okay. Ja, that's important. And so you have the durations given by him in. Aber eben, es sind Dauerangaben. Und jetzt muss man sagen, ja, aber wenn er sagt, das Stück dauert von dann bis dann, ist doch alles eindeutig. Ja, ja, seems to be. Jetzt habe ich da eine Bemerkung bei ihm gefunden. Das mag jetzt spitzfindig sein, aber er spricht davon, bei Variationen, welche mit dem Thema bis zum Ende einerlei Bewegung haben, ist die Dauer vom Thema mit allen Variationen auf einmal zusammengerechnet worden. Also er hat offenbar die Stücke, mehrteilige Stücke, nicht abgemessen mit seiner Uhr, sondern er hat sie zusammengerechnet und hat also so die zeitliche Erstreckung errechnet. Ja, ja. So, but that's the same thing. Ja, man könnte jetzt sagen, das ist jetzt das Hauptargument von mir, wenn ich Takte zähle, Takte als periodische Einheiten, die aneinander gefügt sind, dann ist es eigentlich konsequent, wenn ich für solche Einheiten von Metern auch die metrische Sekunde und Minute unterstelle. Also wenn ich metrische Einheiten, periodische Einheiten zähle, ist das was anderes als eine Gesamtstrecke, also einfach den Anfang und das Ende einer zeitlichen Erstreckung zu messen. So, wenn ich Perioden an Perioden anreihe, dann ist es eigentlich naheliegend, dass ich das entsprechende Zeitmaß, nämlich ein periodisches Zeitmaß, ansetze. So it's a nämlich die Doppelsekunde. It's a theoretical duration then. Das ist eine reine Vermutung. Genau. Ja. Mir kann ich dazu auch nicht beitragen. Es gibt keinen Hinweis.
außer einfach die Kohärenz zu den anderen Zeitangaben. And the practical examples, und, yeah. Und natürlich ganz wichtig, wir dürfen nicht vergessen, die Sekundendefinition. Ja, ja, ja. Die ja immer mit, also wo ich bei 11 Autoren sagen kann, eindeutig metrisch, ja. Eindeutig Doppelsekunde. Ja. Yeah, it's an interesting point, and for me as a musician, if I see the piece of Milkmaier, the La Chasse, I mean, I cannot play that in that literal tempo, and I'm not ashamed to say that. I mean, I don't have a bad technique, play technique. Yeah. I have an easy technique, but I cannot do that, and it doesn't make sense. And you can say that's taste. But that's not taste anymore. Ja. That's not something with taste. Es geht um die Imitation eines Jagdhorns. Dann soll man noch daran denken, wie spielt ein Jagdhorn? Ja, Tonrepetition. Aber nicht, das kann ein Jagdhorn nicht. You cannot say, or you are not supposed to say, it's impossible, but I think that's impossible. Yeah. So that's something, Lorenz, that needs more research, I believe. Ich habe noch ein anderes Beispiel. In dieser Violinschule von Bayeux, 1830, gibt es auch Dauerangaben und Metronomangaben, beides. Ah, ja. Er schreibt hier bei dieser Etüde, das ist seitenlang, eine Etüde, Viertel gleich 100, Dauer 2 Minuten. Ich habe das abgerechnet, ja. Das sind metrische. Bei diesem Bayeux ist noch etwas ganz interessant. Man könnte sagen, ja, das ist ja genau der Beleg dafür, dass es eben nicht metrisch ist, sondern... Ja, ja. Genau, könnte man sagen, da haben wir den Beweis. Nun hat Herr Bayeux eine ganz interessante Bemerkung gemacht zu einer Übung des Détaché, also des abgesetzten Bogenspiels, da bringt der Tempo Giusto, Viervierteltakt, eine Akkordbrechung, ein Arpeggio, aber eben detachiert. Ja, das muss man auch wieder zeigen. Ja, ich habe das Originalbuch, aber eben leider nicht gerade zur Verfügung. Und da macht er eine ganz wichtige Bemerkung. Es ist die Anzeige dafür, dass, wie er die Pendelschläge versteht. On peut articuler ce grand détaché jusqu'au numéro 152 gleich deux double croche. Also das sind Sechzehntel. Ne? Ja. Jetzt sagt er, die Angabe ist also Viertel gleich 152. Viertel. Also vier Sechzehntel zusammen. Ja. Das ist sehr schnell. Ja, aber jetzt schreibt er, man kann üben von bis zur Nummer 152 gleich 2 Sechzehntel des Metronoms. Doppelt. Genau. Er sagt, auf 2 Sechzehntel so einen Schlag. Ja, ja. Einen Einzelschlag. Ja. Und da haben wir einen Hinweis, wie er diese Tempoangabe 152 gleich Viertel versteht. But there is no duration. 2/16. There is no duration here. Nein, da jetzt nicht. Aber da zeigt sich wenigstens, wie er die Metronomangabe versteht. Ja, ja, nämlich ja. Metrisch. Ja. Eindeutig metrisch. Hier beschreibt er es. Auf 2/16 kommt ein Schlag. Also ein Einzelschlag. Ja. Bei der Gruppe von 4 Sechzehntel. So the 152 for the quarter note, he says, is actually 152 for the eighth note. Ja, genau. Genau. Also hier haben wir einen Beleg für das metrische Verständnis. And is there a connection between this etude and the other one? There's not 50 years between? Nein, es ist in derselben Schule. Okay. Im selben Buch. Naja, einfach auf einer anderen Seite. Aber das zeigt... Derselbe, der diese Etüde da... Interesting. Funny, actually. Ja? Ja? Also das ist der Beweis, das ist wirklich, da steht es schwarz auf weiß, wie er diese Metronomangabe versteht. And this time must be a clear understanding also with students and teachers that duration
should be read metrical and not... Kann eben sein. Ich sage nur, es kann sein. Und es wird sicher im Verlauf des 19. Jahrhunderts völlig verschwinden. Aber das Zusammenzählen von metrischen Einheiten, metrisch auf die metrische Sekunde zu beziehen, ist ja logisch. Aber diese Logik, die geht verloren. Ja. So. Übrigens, das Beispiel zeigt ja auch, es kann eigentlich nur metrisch sein. Da, 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 also 152, naja, gehen wir mal schnell. 152, 16. Figuration und detachiert, also staccato. Ja, wie will man dieses Detaché machen? That's interesting to see on camera. Detaché, please leave the metronome on because it's, it's interesting to see what he's asking to do. So you have to do the 16 notes. Du kannst es unmöglich ausführen, oder? Das ist definitiv impossible. Yeah. I think everybody agrees with that. But then, of course, you have a discussion. Does you really want? Does you really want to have 152? Or is it just a kind of as fast as possible indication that the again, if you don't want to consider this, there is always something to take as a proof to but anyway, Lorenz, thank you again for this sharing of this. I understand that this research has not been done. It's a kind of Achilles heel, so to say, of the double beat, but looking to the practical examples, if I would be a Schuler or a student by Millichmeyer, I would not have my degree in piano playing, but because I wouldn't be able to do it. And I don't believe that my technique is much less than und average. Diese Klavierschule für Anfänger. Für Anfänger. Ah. Ja, ja. Okay, so I hope you've seen that long in this video that it's for beginners. So I would not even be a beginner of Millichmeyer. Yeah. So a problem, but an interesting one, and we certainly we're going to cover that more in the future. Maybe not the coming weeks, but the coming years. So if you have a question on that, don't hesitate to leave it in the comment section and we come back to that. And if this is your first time here on the channel, love to have you subscribe so you stay notified not only by the mails, but by the videos that we are doing here on Tempo, but also the other ones on the channel. So thank you again. See you next time. Bye.